Bei diesen Vierecken handelt es sich also um Parallelogramme. Zwei Parallelogramme, das sind die hier, die ich jetzt gerade mit der Maus kenntlich mache. Diese zwei sind Parallelogramme, so wie man sie sich vielleicht vorstellt. Alle anderen sind aber auch Parallelogramme, nur eben besondere. Da werde ich am Ende des Videos nochmal drauf zurückkommen. Was für Eigenschaften jetzt alle diese Parallelogramme haben, das werde ich euch jetzt kurz zeigen. Wem diese Vierecke fehlen, der kann sich hier über diesen Link einfach downloaden. Vier Eigenschaften oder fünf Eigenschaften. Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang und parallel. Gegenüberliegend ist klar. Ich habe jetzt hier einfach mal welche mit lila und welche mit blau gekennzeichnet. Ich hätte natürlich auch umdrehen können, dass die, die lila sind, blau sind und so weiter. Also gegenüberliegende Seiten sind gleich lang. Hier die blau und blau sieht man es noch ganz gut. Lila und lila gleich lang. Hier sieht man es auch noch ganz gut. Hier, das ist ein besonderes. Da sind gegenüberliegende Seiten gleich lang und parallel. Aber es sind tatsächlich alle vier Seiten gleich lang. Und auch hier sind alle vier Seiten gleich lang und parallel. Aber um ein Parallelogramm die Eigenschaft zu erfüllen, wird es ausreichen, gegenüberliegende Seiten, dass die gleich lang und parallel sind. Das wäre jetzt bei diesen drei Parallelogrammen der Fall. Das hier sind deswegen trotzdem Parallelogramme. Sie haben halt nur noch eine Eigenschaft mehr. Gegenüberliegende Winkel sind gleich groß. Ich habe das jetzt mal in diesen beiden Parallelogrammen gekennzeichnet. Alpha, hier wäre Beta und hier ist Gamma. Diese beiden Winkel sind gleich groß, genauso wie jetzt hier gegenüberliegende Winkel gleich groß sind. Auch hier sind gegenüberliegende Winkel gleich groß. Hier sind gegenüberliegende Winkel gleich groß und hier sind gegenüberliegende Winkel gleich groß. Genauso wie die anderen natürlich. In diesem ersten und dem fünften Viereck, da sind alle Winkel gleich groß. Das heißt, das sind natürlich wieder diese Spezialfälle. Sie sind zwar Parallelogramme, die gegenüberliegenden Winkel sind gleich groß, aber sie haben noch eine Eigenschaft mehr, nämlich dass alle Winkel gleich groß sind. In dem Fall 90 Grad, damit die Innenwinkelsumme von 360 Grad auch erfüllt wird. Ich habe jetzt nur ein paar gekennzeichnet mit Alpha und Gamma. Man hätte natürlich hier sehr viele kennzeichnen können, aber dann hättet ihr am Schluss irgendwann die Übersicht verloren. Also ihr könnt euch hier einfach merken, dass alle gegenüberliegenden Winkel, zum Beispiel auch diese beiden oder auch diese beiden, gleich groß sind. Jeweils zwei Winkel ergänzen sich zu 180 Grad. Ich habe das jetzt hier mal mit Alpha und Beta gekennzeichnet. Denn ein Parallelogramm ist nichts anderes als ein besonderes gleichschenkliges Trapez. Nämlich, dass die beiden Schenkel gleich lang sind. Und deswegen sind natürlich wieder die beiden Winkel hier zusammen 180 Grad. Man könnte sich einen Stufenwinkel vorstellen. Das Alpha ist ja, wenn man das hier verlängert, hier oben nochmal anwesend. Und Alpha und Beta sind dann Nebenwinkel und die müssen zusammen 180 Grad ergeben. Auch hier diese beiden Winkel ergeben 180 Grad. Oder hier diese beiden Winkel. Oder diese beiden Winkel. Oder diese beiden. Immer zwei Winkel ergänzen sich zu 180 Grad. Hier ergänzen sich quasi beliebig immer zwei Winkel zu 180 Grad, aber das liegt auch daran, dass sie besondere Vierecke sind. Diagonalen halbieren sich. Ich habe jetzt einfach mal diese zwei hier eingezeichnet. Da kann man ganz schön nachmessen, dass die sich halbieren. Symmetrisch ist es deswegen nicht, ja? Weil wir auch ganz klar sehen, wenn wir hier eine Symmetrieachse zeichnen, täten, die liegen nicht aufeinander senkrecht, also würden die Punkte hier anders gespiegelt werden und eben nicht auf den Punkt direkt auf der anderen Seite wieder treffen. Aber Diagonalen halbieren sich und das gilt für alle Parallelogramme. Und Parallelogramme sind punktsymmetrisch. Ich habe es hier mal eingezeichnet. Das heißt, man kann an diesem Zentrum, an diesem Punkt, kann man quasi eine 180-Grad-Drehung machen oder Punktsymmetrie durchführen. Das gilt auch hier. Das gilt in allen anderen Parallelogrammen auch. Was haben wir also heute gelernt? Wir kennen nun die fünf Eigenschaften von Parallelogrammen. Wir haben natürlich hier noch drei Spezialfälle gehabt, das will ich kurz auflösen. Das hier oben, das war ein Quadrat, das hier oben war eine Raute und das, was wir hier sehen, das ist ein Rechteck. Das sind also alles Parallelogramme. Sie erfüllen alle die Eigenschaften, die wir hier aufzählt haben, aber sie haben noch ein paar Eigenschaften mehr. Das dann in einer späteren Übersicht. Zu lernen bei diesem Thema Parallelogramme wären die fünf Eigenschaften, die wir hier haben. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!